Wer sind eigentlich Joey Kelly und Jan Schlappen? Diese beiden wurden nämlich in ein Team bei Seven vs. Wild gepackt, da durch den Vorfall mit Andreas Keeling Joeys ehemaliger Partner ausgeschlossen wurde. Ich glaube, was viele denken, dass die beiden sich vom Alter, Charakter und der Lebensweise sehr unterscheiden. Deswegen ist es gerade spannend, mal beide vorzustellen. Fangen wir mal mit Joey Kelly an. Dieser ist zurzeit 50 Jahre alt, seit 2004 verheiratet, hat 4 Kinder und lebt in der Nähe von Bonn. Joey Kelly wird als Mitglied der Gruppe The Kelly Family weltberühmt, die von 1974 bis 1994 als Straßenmusiker durch Europa sowie Nordamerika reiste und 1994 ihren kommerziellen Durchbruch erzielte. Joey Kelly spielte in der Band vornehmlich Gitarre. Doch auch ohne die Musik war das Leben von Joey Kelly alles andere als eintönig. Schon früh in seinem Leben interessierte sich Joey Kelly für den Sport. In seiner Jugend begann er mit Kickbox-Training. Später wandte er sich zum Ausdauersport zu, lief Marathons, absolvierte Triathlons und andere Wettkämpfe. Daraufhin wurden einige Unternehmungen des Extremsportlers medienwirksam begleitet. So war Joey Kelly teils eines Teams unter der Leitung des Moderators Markus Lanz, welches sich an einem Wettlauf zum Südpol beteiligte. Dabei bewältigten sie in 10 Tagen bei Temperaturen von bis zu minus 40 Grad eine Strecke von 400 Kilometern. Er absolvierte 8 Ironman innerhalb von nur 12 Monaten. Ein Rekord, den vor ihm noch keiner schaffte. Dazu nahm er auch an zahlreichen Ultraläufen teil. Das Wort Ultra weist schon darauf hin, dass dies kein normaler Marathon gewesen ist, der maximal bis 42 Kilometer geht. Diese Läufe ragen teilweise über die 100 Kilometer Grenze und sind nur was für richtige Extremsportler. Außerdem nahm er auch 4-mal beim Race Across America teil und absolvierte 2 Powermans. Auch wenn viele es nicht dachten, hat Joey Kelly auch eine erhebliche Survival-Erfahrung. Zu zweit war er 2 Wochen in Yukon und im Amazonas als Survival-Expedition unterwegs. Er ist ca. 900 Kilometer durch Deutschland in 4 Wochen ohne fremde Hilfe und Geld. Er hat einen 860 Kilometer Fußmarsch von der Ostsee bis zur Zugspitze hinter sich. Er war schon 10 Tage auf einer einsamen Insel und hat sich nur von dem ernährt, was die Natur ihm geboten hat. Ebenso nahm er am Siberian Ice Race teil, der über 255 Kilometer lang war, mit Temperaturen bis zu minus 25 Grad. Es gibt noch viel mehr sportliche Erfolge und zahlreiche weitere Teilnahmen an Wettkämpfen von Joey Kelly. Aber ich denke mal, ihr habt jetzt von seiner Sport- und Survival-Karriere die größten Erfolge und Einblicke bekommen. Nach einer langen Musikpause gab es 2017 dann doch wieder ein Comeback der Kelly Family, wo Joey Kelly ebenfalls in der ausverkauften Westfalenhalle in Dortmund auf der Bühne stand. Aus dem aktiven Mitglied der Band wurde mit der Zeit ein Koordinator hinter den Kulissen der Kelly Family. Mittlerweile wurde es dann etwas ruhiger mit den Wettkämpfen und der Musik. Im Sommer 2019 durchquerte Joey Kelly mit seinem ältesten Sohn Luke in einem über 50 Jahre alten VW-Bus den eurasischen Kontinent. Die Reise führte rund 12.000 Kilometer von Berlin nach Peking. Was viele wahrscheinlich noch nicht wussten, dass Joey Kelly und Rammstein-Frontman Till Lindemann schon lange eine gute Freundschaft haben. Till Lindemann ist sogar Patenonkel von Kellys erstgeborenen Sohn. Gemeinsam mit Till unternahm Kelly in den Jahren 2017 und 2020 Expeditionsreisen nach Nord- und Südamerika. Durch die Vorwürfe gegen Till Lindemann war Joey Kelly ebenfalls an den Konsequenzen betroffen. Ein weiterer Vertrag stoppt vorübergehend ein Buchprojekt von Joey und Till, nämlich ein Bildband Der Rhein, welches im Herbst 2023 erscheinen sollte. Mittlerweile hält Joey Kelly bundesweit Vorträge unter dem Titel No Limits, die sich inhaltlich unter anderem mit den Themen Motivation, Disziplin und Zielsetzung befassen. Kurz vor der VOG-WM 2022 gab es schon mal das erste Aufeinandertreffen eines ehemaligen Seven vs. Wild Kandidaten mit Joey Kelly, nämlich Knossi, der ebenfalls an der VOG-WM teilnahm. Dieser hatte sich in einem Telefonat mit Joey Kelly unterhalten, was schnell lustig wurde, da Joey anscheinend die beiden überhaupt nicht kannte und nicht so in der aktuellen Social-Media-Thematik drin gewesen ist. Schaut mal selbst. Hey Joey, wir freuen uns total, du siehst schon. Bist du schon am Trainieren? Wir auch. Ja, ihr seid auch bei der VOG-WM, habe ich gehört. Wir sind bei der VOG-WM am Start. Was macht ihr beruflich? Was? Wie bitte? Was macht ihr beruflich? Nur mit, Alter, also wirklich. Joey, wir wollen. Ey, du bist der beste Mann. Wie kommst du drauf, uns einfach so zu fragen, was wir beruflich machen? Nochmal, was? Super.
Ey, wirklich, Joey, du bist so, ey, das ist so unfassbar. Ja, wir sind beruflich, Wir reden gerade, wir sind jetzt in diesem Moment live im Internet, also uns hören Leute, dass du es auch gehört hast. Das heißt, was du sagst, hören die Leute direkt mit einem Chat. Auf wusstest du das gar nicht, dass wir live zeigen? Ich hab davon gehört, ja. Ey, man merkt, wie ehrgeizig du bist. Kein anderer, den wir heute angerufen haben, war so ehrgeizig wie du. Und ich höre aber auch raus, dass du uns gar keine Chancen gibst. Ich höre das hier raus. Doch, wenn du willst, hier, Knolli, wenn du willst, vor Ort, ich kann euch mal einfach zeigen, was zumindest früher funktioniert hat. Ob das jetzt einmal heute auch noch, sag ich mal, auch wieder funktioniert. Man muss auch eins bedenken. Die WOC-WM war früher immer Anfang März, nach der Saison. Da war das zum Beispiel im Winterberg, hatte man Temperaturen teilweise minus 12 Grad abends. Jetzt haben wir November und wenn das Wetter nächste Woche wie momentan ist, irgendwie abends im Winterberg vielleicht. Du verarscht uns doch, gell? Joey, ein bisschen, ne? Was? Super. Red nochmal zu den Leuten. Der verarscht uns doch durchgehend. Joey Kelly verarscht uns doch die ganze Zeit. Knolli. Ey, du warst der lustigste Anruf. Ich sagte, ich hab gedacht, Elton war schon lustig, aber du hast alles rausgerissen. Du bist eine Legende. Und jetzt lasst uns gemeinsam singen. Fell in love with an alien. Fell in love with a... Welche Art von Musik hörst du, Knolli? Sascha, du bist... Wie wir alle mitbekommen haben, wurden Andreas Keeling und Joey Kelly ja nun von dem YouTube-Projekt Seven vs. Wild nominiert. In diesem Video, was Fritz auf seinem Live-Kanal gezeigt hat, sehen wir gemeinsame Freude von Joey und Andreas, dort teilnehmen zu dürfen. Auch in den beiden Vorbereitungsvideos haben Kelly und Keeling gut harmoniert, wie ich finde. Ein Tag vor der Aussetzung entstand ein Skandal von Andreas Keeling, der zum sofortigen Ausschluss von Seven vs. Wild geführt hat. Ich denke mal, fast alle wissen jetzt, worum es da geht, deswegen werde ich es jetzt hier nicht noch einmal erklären. Auf jeden Fall sprang der Ersatzkandidat Jan von den Freerunning-Schlappen ein, der sich eigentlich auf die Wildcard beworben hatte. Somit sind Joey Kelly und Jan in einem Team bei Seven vs. Wild angetreten. Kurz zwischendurch, 94% von euch haben noch nicht abonniert, ich würde mich also sehr über ein Abo freuen. Somit unterstützt ihr mich kostenlos und verpasst keine weiteren Videos. In dem Wildcard-Video von Jan stellt er sich selber vor. Mein Name ist Jan Lange, ich bin 25 Jahre alt und komme aus der wunderschönsten Stadt der ganzen Welt. Das ist nicht Anchorage in Alaska, sondern das ist Essen im wunderschönen Ruhrgebiet. Beruflich jage ich mich liebend gern von hohen Sachen irgendwo runter, entweder auf Beton, auf Sand oder auch ins Wasser. Und wie das Ganze aussieht, damit wir hier nicht lang quatschen, zeige ich euch in einem kurzen Einspieler. Viel Spaß! Also es gibt für mich tatsächlich nichts Geileres, als eine Kamera in der Hand zu haben und irgendeine Madness zu erleben. Das heißt, ich filme mich nämlich auch bei anderen Sachen, nicht nur beim Parcours, sondern auch, wenn ich mal wieder ins Mikrofon reinschrei, wenn ich im Badeanzug durch die Londoner Innenstadt laufe oder wenn ich nackt Fußball spiele. Are you ready for the final? Und zwar liebe ich die mentale und körperliche Herausforderung. Das habe ich schon sehr oft in meinem Leben gemacht. Ich bin mit meinen Jungs 90 Kilometer in 2 Tagen über Gran Canaria gewandert. Ich bin 60 Kilometer von Lüdenscheid nach Essen gewandert. 14 Kilometer auf Krücken um den Baldeneysee herum. Ich habe schon tausende Male draußen gepennt, ob auf Hoteldächern.
irgendwo in der Natur, bei Minusgraden, mit Matte, ohne Matte, mit Kopfkissen oder einfach nur einer Bierflasche hinter meinen Hinterkopf geschnallt. Mit seinen drei weiteren Jungs, Etienne, Train und Jasper, hat er auf YouTube den Kanal Freerunning Schlappen, worauf sie Videos von sehr gewagten Parcours-Stunts und Klippensprüngen abliefern. Da glaube ich, viele nicht wissen, was Freerunning überhaupt ist, erkläre ich es kurz. Freerunning ähnelt sehr doll Parcours, von dem es abgeleitet ist, betont jedoch die Kunstfertigkeit gegenüber Effizienz und Geschwindigkeit. Es geht also eher darum, nicht irgendwie ans Ziel zu kommen, sondern mit Skills den Weg dahin noch anschaulich zu gestalten. Das heißt, man baut hier und da noch ein Salto ein, weil es einfach Spaß macht und gut ausschaut. Jan ist auf jeden Fall ein Entertainer. Wie man auch bei dem Stream von Knossi mitbekommen hat, konnte er aus einfachen Situationen und Geschichten die Leute gut unterhalten. Man hatte also gemerkt, dass Jan schnell zum Liebling im Knossi-Stream wurde und sich die Leute eigentlich immer mehr auf ihn gefreut haben. Zu diesem Zeitpunkt stand aber noch gar nicht fest, dass er teilnehmen würde. Knossi machte mit etwas Ironie die Ansage, dass Jan bei Staffel 4 dabei sein wird. Da allen es, glaube ich, ein wenig leid tat, dass so eine interessante Persönlichkeit vorerst nicht teilnehmen konnte. Man kann also sagen, dass Jan auch den sportlichen Ehrgeiz mit Joey teilt. Im Bereich Freerunning ist der Adrenalin sogar noch höher als bei sportlichen Wettkämpfen. Ich denke, dass die beiden sich viel zu erzählen hatten. Auch wenn der Altersunterschied schon sehr erheblich ist, haben beide einen gewissen Grad, in dem sie sich doch ähneln. Ich persönlich hoffe natürlich, dass wir auch von den beiden unter der neuen schlagartigen Situation coole und interessante Aufnahmen bekommen werden. Was haltet ihr von dem Team? Schreibt's mal in die Kommentare. Und schreibt mir mal ebenfalls gerne, was euch noch im Thema Seven vs. Wild interessiert. Ich würde mich übrigens sehr über ein Like und Abo freuen. Somit unterstützt ihr mich kostenlos und verpasst keine weiteren Videos. Dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.